Schalke, 4:2 Kinotin. Wie sieht dein Fazit heute aus? Ich glaube, zwei komplett verschiedene. Erstmal sind wir natürlich glücklich und zufrieden, dass wir hier drei wichtige Punkte geholt haben. Ich glaube, mit den ersten 45 Minuten können wir sehr, sehr zufrieden sein. 4-0 geht auch in der Höhe völlig verdient in Ordnung. Mit der zweiten Halbzeit, denke ich, darüber müssen wir auf jeden Fall reden. Wir verteilen da zu viele Geschenke, spielen nicht mehr sicher genug, nicht mehr ruhig genug, nicht mehr konsequent genug. Ich glaube, die geht es auf jeden Fall auszuwerten. Aber ja, im Endeffekt, so ist auch manchmal Fußball. Es ist halt einfach manchmal nicht zu erklären, dass so ein Faden einfach mal reißen kann. Ja, im Endeffekt haben wir gewonnen. Völlig verdient. Und nichts anderes zählt im Endeffekt als die drei wichtigen Punkte. Was hat letztendlich denn gefehlt, dass man in der zweiten Halbzeit nicht diese Leistung abrufen konnte wie in der ersten? Das ist immer schwer zu sagen. Jeder, der mal selber Fußball gespielt hat, weiß, dass solche Spiele, wenn du zur Halbzeit 4-0 führst, das kann man nicht unbedingt erklären, warum dann so ein Faden reißt. Das ist meistens eine Sache, die im Kopf stattfindet. Aber das, ja, ich glaube, das kann man, das ist ganz, ganz schwer zu erklären. So dieses Phänomen gab es nicht nur heute. Ja, im Endeffekt, egal. Ja, jetzt sind schon ein halbes Dutzend Spiele vorbei. 15 von 18 Punkte, kann man damit zufrieden sein? Ja, ich glaube, 15 von 18 Punkten, glaube ich, wer damit nicht zufrieden ist, weiß ich nicht. Fakt ist, dass ich glaube, das habe ich damals schon gesagt, die Niederlage bei Drochtersen war, glaube ich, gar nicht so schlecht für uns, um daraus zu lernen. So, die anderen Spiele haben wir alle souverän gewonnen. Und ich glaube, dass wir aber damit jetzt zufrieden sein können zu dem Zeitpunkt. Aber es ab Montag, Dienstag sofort wieder bei Null losgeht, dann interessiert das keinen mehr. Allerdings die Punkte, die wir jetzt haben, nimmt uns keiner mehr. Aber wir dürfen auf keinen Fall denken, dass jetzt alles gut ist und so, sondern im Gegenteil, jeden Tag weiter hart an uns arbeiten. Und dann, glaube ich, kommen noch einige dazu. Okay, danke. Hi Gary, Kids2Sieg hier in Eutin. Wie zufrieden kann man jetzt mit der Mannschaftsleitung heute sein? Ja, auf jeden Fall mit der ersten Halbzeit. Gleich 4 Chancen, gleich 4 Tore. Eigentlich, was wir wollen. Gleich zeigen, dass wir da sind und die ganzen Chancen machen. Und ja, zweite Halbzeit, dann müssen wir einfach besser machen. Ja, aber so richtig freuen kann man sich nicht aufgrund der zweiten Halbzeit oder wie siehst du das? Ja, na klar, wir haben gewonnen und das ist alles schön, aber manchmal, wenn wir 4 Tore nicht gemacht und das wird eng dann am Ende des Tages. Aber ja, wir haben gewonnen, das ist das Wichtigste und ja, alle Chancen haben. Ja, heute ist auch, glaube ich, der Knoten endlich geplatzt. Du hast 2 Treffer gemacht und auch sogar eine Vorlage. Wie froh bist du jetzt auch darüber? Ja, sehr. Stürmer voll immer auf ein Tor. Und ja, auch in Vorlage. Aber wie gesagt, Sieg ist wichtigste. Und okay, danke. Danke. Dann war ein weiterer Auswärtssieg hier in Eutin. Wie hast du das Spiel heute gesehen? Ich habe meine Mannschaft 60 Minuten hervorragend Fußball spielen sehen. Speziell erste Halbzeit Ball und Gegner laufen lassen. Genau das, wie wir das umsetzen wollten von vornherein. Ja, ein kleiner Wermutstropfen ist die letzte halbe Stunde, wo wir ein bisschen runterfahren vom Gas. Bisschen zu viel vielleicht, den Gegner zu viel Raum lassen, zu kombinieren und zu spielen. Gegner bei dem kämpft sich dein Spiel wieder zurück ein Stück weit. Aber wie gesagt, das lag echt nur an uns, dass wir nicht weiter konsequent nach vorne verteidigt und gespielt haben. Aber ich bin super glücklich mit der Leistung, natürlich über weite Flächen des Spiels, der Chancenauswertung erste Halbzeit. Ich glaube, dass wir hier zufrieden nach Hause fahren können. Wie du im Vorhinein sagst, du gewinnst so ein brisantes Spiel mit 4:2, wird jeder okay sein. Ja, woran muss man jetzt nächste Woche arbeiten, um jetzt auch dann in Braunschweig den Dreier einzutüten? Ja, wir arbeiten eigentlich immer an unserem Spiel, so wie wir Fußball spielen wollen, das Woche für Woche. Glauben wir an unseren Stil, an unser Spiel und da werden wir ab Montag wieder weiterarbeiten. Okay, danke.